Hi zusammen, hier ist der Murat von Unbox Vision. So, dann wollen wir mal anfangen. Wir packen heute das Vivo X51 5G aus und die Verpackung erinnert mich ein bisschen an Huawei, wie früher die Mate-Reihe zum Beispiel. Sieht wirklich sehr schick aus. Auch die Verpackung zeigt so ein bisschen X-Gravur. Sieht sehr gut aus. Diejenigen, die von euch Vivo noch nicht kennen, Vivo ist, gehört zu einem ganz großen Konzern, und zwar BBK. Dazu gehört nämlich OnePlus, Oppo, Realme und halt auch Vivo. Und ich bin wirklich gespannt. Seit knapp einem Monat sind sie jetzt hier bei uns und direkt mit drei Geräten sind sie am Start. Mit dem Vivo X51, quasi das Topmodell von Vivo. Und dann haben wir noch das Vivo Y70 und das Y20s. So, dann schauen wir einfach mal hier rein, was wir hier so haben. Na, komm schon. Also, wir haben hier einmal ein Ladekabel, USB Typ A auf USB Typ C. Jo. Und wir haben hier noch. Na, komm schon. Genau, wir haben hier ein paar Eartips für die Kopfhörer und wir haben einen 3,5 mm Klinkenadapter. Das ist sehr cool. Und wir haben hier auch Kopfhörer. Sieht recht gut aus. Hat was. Mit Klinkenanschluss. Schön, dass welche dabei sind. So, dann schauen wir einfach mal weiter. Wir haben hier auf der Seite haben wir natürlich das 33 Watt Netzteil, Vivo Flash Charge und ich glaube von 0 auf 60 innerhalb 30 Minuten. Das ist schon echt krass, muss ich sagen, also recht schnell. Und hier auf der Seite schauen wir auch noch mal rein. Wir haben hier ein bisschen Papierkram, ein SIM-Inject Tool und ein TPU-Case. Das ist sehr schön, dass es von Anfang an dabei ist. So ist das Smartphone nämlich geschützt. Und da steht auch nochmal Design bei Vivo. Ziemlich cool. So, das war's auch schon. Wir schauen uns mal gleich das Smartphone an. Und schieben das jetzt einfach mal hier raus. Das ist das Vivo X51 5G und das sieht wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Und es fühlt sich auch wirklich super. Und die Farbe heißt Alpha Gray. Es gibt nur eine Farbe, was das X51 angeht. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich muss sagen, also es gefällt mir echt gut. Und ja, das ist Glas. Das ist sehr cool. Also vorne und hinten haben wir Glas. Dann schauen wir uns einfach mal das Smartphone an. Der Power-Button selbst ist etwas geriffelt. Und die Lautstärke-Tasten haben auch einen guten Druckpunkt. Auf der Oberseite haben wir hier nichts, außer ein Mikrofon, Antennenstreifen. Und da steht auch nochmal Professional Photography. Also das heißt, sie legen wirklich sehr Wert, also sie legen wirklich sehr viel Wert auf die Kamera. Da bin ich schon echt gespannt. Und auf der linken Seite haben wir auch nur Antennenstreifen. Auf der Unterseite haben wir hier einmal die SIM-Schacht, ein USB Typ C und die Lautsprecher selbst. Schauen wir mal rein, was wir da so haben. Dazu brauchen wir natürlich einmal hier. Genau, und stechen jetzt einfach rein und sehen mal, was wir hier so haben. Und zwar, wir haben hier Dual SIM Variante, also wir können hier zwei Nano SIM Karten einsetzen. Den Speicher können wir leider nicht erweitern, aber 256 GB geht meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Fühlt sich wirklich extrem gut an. Wir schalten das Display kurz mal ein und wir werden auch schon direkt begrüßt. Thank you.
So, da sind wir auch schon. Ja, das sieht doch wirklich sehr nett aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Wir haben hier ein 6,56 Zoll großes AMOLED-Display mit Full HD Plus Auflösung mit 90 Hertz. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Vorne haben wir noch eine Punch-Hole-Kamera mit satten 32 Megapixeln. Und auf der Rückseite, das ist halt das Interessante, wir haben hier hinten Kameras verbaut, und zwar haben wir hier einmal eine 48-Megapixel-Kamera, und zwar mit Gimbal-Funktion. Das heißt, ihr kennt ja alles, ne? Diese ganzen Gimbal, ja, Handheld, ne? Wo ihr quasi das Smartphone drauf also einsetzen könnt und damit das Ganze stabilisiert wird, zum Beispiel von DJI, zum Beispiel das Osmo Mobile 3 oder das Osmo Mobile 4. Hier ist es mit verbaut, und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. So der erste Hersteller überhaupt, der so etwas einbaut mit einer Blende von F1.6. Wir haben hier natürlich auch noch eine Porträtkamera mit 13 Megapixeln. Wir haben auch einen Super Weitwinkel mit 8 Megapixeln, auch eine Makrokamera, aber auch ein Teleobjektiv mit fünffach optischem Zoom und bis zu 60-fachen Hyperzoom. Also bin ich schon echt gespannt, muss ich sagen. Also Vivo haut hier wirklich was raus. So, dann wollen wir das Ganze jetzt einfach mal schnell einrichten. Erstmal hier alles akzeptieren. Der Einrichtungsprozess ist so ähnlich wie bei OnePlus zum Beispiel, oder beziehungsweise so ähnlich wie bei Google zum Beispiel, also so ziemlich Stock Android. Das, was ich auch mitbekommen habe, soll ja auch ziemlich Stock Android aussehen. Also die Oberfläche soll halt so leicht wie OnePlus mit Oxygen OS angepasst werden. In dem Fall läuft hier FunTouch OS 11, basiert auf Android 10 natürlich. Ich habe jetzt auch gelesen, dass in den nächsten Tagen bzw. gegen Ende November schon Android 11 kommen soll für alle drei Geräte. Das heißt, die rollen das langsam aus, und darauf freue ich mich natürlich umso mehr. Und wir haben es gleich geschafft. Ja, als Prozessor haben wir hier natürlich den Snapdragon 765G 5G Prozessor. Fast in heutzutage in allen Smartphones bzw. Mittelklasse bzw. Oberklassenbereich ist es dabei. Steckt in vielen Smartphones auch, zum Beispiel auch hier beim Google Pixel 5 zum Beispiel. Das läuft auch sehr stabil, muss ich sagen. Auch das Reno 4 von Oppo hatte auch das 765G Prozessor, was auch ziemlich cool ist. Läuft wirklich ganz gut, und hier bin ich auch sehr gespannt, was Vivo hier macht, ob das wirklich gut harmoniert, denn ja, Software spielt da eine ganz große Rolle, damit das auch flüssig läuft. 8 GB RAM, Arbeitsspeicher, das ist auch vernünftig, und ja, den Speicher hatte ich ja schon bereits erwähnt gehabt, 256 GB, und da sind wir auch schon wieder die Oberfläche FunTouch OS 11, und ja, da gibt es auch schon direkt eine Softwareaktualisierung, machen wir aber später. Und das sieht wirklich sehr clean aus, und ich bin wirklich positiv überrascht, muss ich sagen, denn das fühlt sich einfach anders an, obwohl es eigentlich so ähnlich wie OnePlus ist, ne? Was die Oberfläche angeht. Aber ja, gleich auch wegen dem Wallpaper, Live-Wallpaper haben wir hier hinten, wo da ja die Fahrzeuge fahren, und sieht auf jeden Fall richtig frisch aus, muss ich sagen. Das Display macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Wir haben hier auch noch einen Dunkelmodus. Gefällt mir auch sehr gut. Sehr schön. Ja, auch hier in den Einstellungen können wir auch noch mal nachschauen. Wir haben hier eine Softwareaktualisierung, FunTouch OS. Ihr seht es. Und ja, da sind einige Funktionen, die verbessert worden sind, vor allem was in Sachen Kameras angeht. Wirklich sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Aber ich werde es auf jeden Fall später installieren. Naja, wischen können wir noch nicht. Die Schaltflächen muss ich natürlich noch ändern. Und das machen wir auch direkt. Das sieht doch schon mal viel, viel besser aus.
die alte Gewohnheit. Speicher. Wir haben hier noch 241 GB frei von 256 GB. Also das ist noch recht ordentlich, muss ich sagen. Damit könnt ihr einiges machen. Der Akku selbst ist 4315 mAh groß und ihr habt ja noch ein 33 Watt Netzteil, das heißt, ihr könnt das Ding auch schnell wieder aufladen. Von 0 auf 60 in 30 Minuten, das ist auch recht ordentlich. Und wir schauen uns hier natürlich die Herzzahl an, beziehungsweise die Bildwiederholungsrate. Wir gehen jetzt hier auf 90 Hertz. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Es ist wirklich, ja, mal was anderes, obwohl halt auch vieles wirklich, ja, ähnlich aussieht, so wie das Oxygen OS. Gefällt mir wirklich sehr gut, was Vivo hier macht. Preislich, muss ich sagen, liegen wir hier bei 799 Euro. Und das ist halt wieder so, wo ich denke, warum, ja? Also man kann so ein Smartphone auch für 600 Euro anbieten oder 650 meiner Meinung nach. Aber 799, keiner kennt Vivo, ja, das ist halt das Problem. Nur wir Nerds oder diejenigen, die sich halt mit dieser Thematik befassen, die kennen natürlich Vivo und alles andere. Aber jemand da draußen, der sich damit nicht auskennt, fragt sich, was ist Vivo überhaupt oder wer ist Vivo überhaupt? Das gleiche Problem hatten wir natürlich auch mit OnePlus damals gehabt, aber auch mit Oppo. Und hier jetzt für 7,99, das ist echt verdammt viel Geld. Und da würde ich sogar persönlich nochmal überlegen, ob ich nicht ein anderes Smartphone kaufe, weil für 7,99 ist schon, naja, muss nicht sein. Aber gut. Hier sehen wir natürlich noch den Fingerabdruckscanner unter dem Display. Der ist wirklich sehr flott, muss ich sagen. Gefällt mir. Also das sieht echt verdammt gut aus. Ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Und so viel dazu. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.